die Box. Let the Sun Shine heißt die Box. Und ich finde das Design echt schön. Mit den Sonnenstrahlen hier. Ja, lass die Sonne scheinen. Schön wär's. Hier ist gerade ein dickes Gewitter vorbeigezogen und unsere arme Undine war schon ganz erschreckt. Oh, innen auch sehr hübsch. Auch mit kleinen Sonnenstrahlen. Und diesmal ein gelbes Bändchen. Geht in mein Bastelzimmer. So, das ist ja die Chance jetzt für Glossy Box. Werde ich es weiter abonnieren oder nicht? Let the Sunshine Edition. Schauen wir mal. Okay, ich schaue nicht ins Heftchen rein. Ich habe noch kein Video angesehen. Also, los geht's. Ah, das ist als erstes von Neutrogena Glow Boost. Eine revitalisierende Tagespflege. Das ist natürlich was Feines. Sehr gut. Jetzt muss ich mal das im Heftchen suchen. Und den hechelt immer noch. Es war so schrecklich, ne? Dass das eben gedonnert hat. So, das kostet 12,99 Euro für 50 Milliliter. Okay. Dann habe ich hier für Melusine Paris Hair Protection Elixir. Ach so, Sonnenöl. SPF, wie heißt das? Sonnenschutz. Faktor oder sowas. 20. Medium Protektion. UVA und UVB. Was macht man damit? Achso, ich könnte ja hier im Heftchen gucken. Dafür haben wir das doch. Ne? Hier steht's. Der perfekte Haarschutz mit UV-Filter für deine ersten ausgiebigen Sonnenbäder. Das wird nicht stattfinden. Mein erstes ausgiebiges Sonnenbad. Das kostet jedenfalls 18 Euro für 30 Milliliter. Ja, das könnte sein, dass das 30 Milliliter sind. Ja, also, jetzt erzähl mal. Einige Tropfen entnehmen und auf feuchtem oder trockenem Haar in den Längen sowie Spitzen verteilen und einmassieren. Haar anschließend wie gewohnt stylen. Nicht fettende Textur, sanft trocknet schnell und sorgt gleichzeitig für ein gesund aussehendes, schönes Haar. Okay, ja dann. Dann nehme ich das nächste. Da haben wir ein Lip Protection and Care Stift. Brauche ich immer. Brauche ich ständig Lippenpflegestifte. Auch ohne Sun Protection. So. Den habe ich auch schon mal gehabt, hier den kleinen. Der ist von Ultrasun. Und der kostet 6,50 Euro. Immer 15 bis 30 Minuten vor dem Sonnenbad großzügig auf die Lippenflächen auftragen. Nein, auch das darf nicht passieren. So, das nächste ist Moisturizing After Sun Gel. Toll. Von Mine oder Mein 10 Body Skin. Rapid Recovery After Sun. Ja, das ist jetzt auch nicht gerade was, was ich brauche, ne? Da ich keine Sonnenbäder mache. Wirklich nicht. Tu es nicht. Ich bin blass, also ich bin nie braun geworden hier. Bin einmal in Belgien, da war aber echt heiß, einmal da braun geworden. Das war gar nicht so einfach. Aber am Meer ist es besser, ne? Und hier noch nie. Also bin ich mal ein Jahr lang, da war ich, weiß ich nicht, 30 Jahre jünger als jetzt, vielleicht 25, 30 Jahre. Da habe ich gedacht, ich möchte jetzt endlich mal braun werden und bin aufs Solarium gegangen. Damals machte man das noch. Ja, und da musste ich wirklich zwei, dreimal die Woche auf die stärkste Sonnenbank gehen, bis ich mal braun wurde. Und dann bekam ich lauter Leberflecken auf dem Rücken. Dann habe ich sofort wieder eingestellt. Lieber blass und keinen Hautkrebs als, ja. Deshalb versuche ich es erst gar nicht mehr da draußen. Irgendwie braun zu werden, hat sowieso keinen Zweck. So, wir haben also hier dieses wow, After Sun. Wie viel ist da drin? 50 Milliliter. So, 50 Milliliter. Die kosten 14,95. Wie gesagt, ich kann es nicht brauchen. Großzügig und gleichmäßig auf die frisch gereinigte Haut.
direkt nach dem Sonnenbaden oder bei Bedarf auftragen. Nichts für mich. Falls ihr wissen möchtet, was mit meiner Mutter ist, also manchmal erkennt sie mich, manchmal nicht. Und naja, sie hat irgendwie 40, 50 Jahre völlig gestrichen aus ihrem Kopf. Alles nicht mehr da. Aber sie ist fröhlich und zufrieden und glücklich. Auch wenn sie nicht glaubt, dass das jetzt ihre Wohnung ist. Sie wüsste aber auch nicht mehr, wo die andere ist. Aber das wird sie auch lernen. Die Leute sind super süß und lieb zu ihr da. Sie duzt alle. Wahrscheinlich denkt sie, die sind Familie. Ich weiß es nicht. Aber sie denkt dann auch, mein Sohn wäre in der Schule. Der ist 38 und geht nicht mehr zur Schule. Und naja, solche Sachen. Und sie liebt immer noch singen. Leider, weil sie nicht mehr über ein Telefon bedient. Also sie geht nicht an das Telefon, wenn es klingelt. Das betrifft sie nicht. Deshalb singen wir jetzt nicht mehr am Telefon. Sie glaubt auch nicht mehr, sie weiß nicht mehr, dass wir 14 Monate lang täglich gesungen haben. Das ist weg. Aber wenn ich sie besuche, natürlich nur mit gültigem, maximal 48 Stunden alten Test, dann singen wir und da ist sie echt glücklich. Und ja, wie gesagt, sie ist glücklich und zufrieden, trifft die anderen Leute. Das ist sehr gut. Wir haben hier also ein Compeed-Blasenpflaster zum 5. Mal? Ich glaube ja. Ja, das ist jetzt auch nicht gerade das Produkt, nach dem ich mich sehnte, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich soll ehrlich sein. Das kostet 8,35 Euro. Das ist Blasenpflaster. Und dann ist noch ein Produkt da drin. Und das ist ein Definer Liner. What is a Definer Liner? Von Ciartay, London. 17,50 Euro. Ultra fein, präzise und super easy in der Anwendung. Dieser Liner macht einfach Spaß. In der Goldnuance, ach, das ist ja erst mein vierter goldener, lässt er jedes Auge strahlen und verleiht deinem Augen-Make-up-Look das gewisse Etwas. Aber er kann noch viel mehr. Nutze den Liner als Highlighter und setze gezielt golden schimmernde Akzente auf deinen Wangen, dem Nasenrücken oder auf deinem Schlüsselbein und verleihe deiner Haut diesen geheimnisvollen Glow, der im Sonnenlicht verzaubert. Ja. Das weiß ich noch nicht, ob ich mir das auf die Nase machen möchte. Ich hole ihn aber wenigstens mal raus. Ich werde den jetzt nicht swatchen, weil ich schaue erst mal anderen, wie das wirkt und wie das so ist. Wie gesagt, für die Augen habe ich der eine, der neulich da irgendwo drin war, so ein ganz langer mit Gold unten dran, ein Stück Gold und verläuft dann. Das ist so ein Eyeliner, ein flüssiger Eyeliner und der hat richtig glitzernde Goldpartikel drin. Wow. Und komischerweise schaffe ich es damit, einen Lidstrich zu ziehen. Das ist jetzt nicht gerade was für jeden Tag, aber so schaut er aus und er ist versiegelt. Er hat noch so ein Plastik drumherum. Ja. Ja. Okay, also wie gesagt, leider fürchte ich, war das meine letzte Box, ganz ehrlich. Was sagst du? Er schüttelt mit dem Kopf. Genau. HDH schüttelt den Kopf. Genau. Ja. Gut, das ist jetzt nicht umwerfend, das ist eine Tagescreme. Das, mein Gott, seit ich nicht mehr arbeiten gehe, habe ich auch keine Blasen mehr an den Füßen gelaufen. Nee, gar nicht. Ich überlege, nee, gar nicht. After Sun brauche ich nicht. Auch kein Sonnenschutz für die Haare, weil ich nicht in die Sonne gehe. Ja, und da tut es mir jeder Lippenpflegestift. Schade, schade. Und dann ein goldener Inbuilt Sharpener. Also er hat einen eingebauten Spitzer mit dabei. Wie toll. Ich bin enttäuscht. Was die Box. Ich bin enttäuscht. Andere sind vielleicht jetzt hellauf begeistert und beglückt. Nee, ich nicht. Ganz ehrlich. Was sagen Sie denn für nächsten Monat? Poolside Paradise Edition. Mhm. Das ganze Jahr lang herbeigesehnt und endlich ist sie da. Die perfekte Ferien- und Badezeit. Genau. Natürlich. Alle fahren in Urlaub. Ja.
Die liefern Must-Haves, die dich zu Hause am Pool, am heimischen See oder wo auch immer du gerade bist, strahlen lassen. Zauberhafte dekorative Produkte sowie die ideale Pflege als Vorbereitung auf deinen Tag am Wasser. Ist es nicht toll? Was hätte denn noch drin sein können? After Sun UV-Warnsticker. Nein, Sticker. Nein, brauchte ich auch nicht. Hydrating Hand Cleaner. Ja, haben wir auch schon reichlich. Ne? Da Pflegedusche, Eukalyptus oder Ginger. Ja, das hätte mir ganz gut gefallen. 4711 Aqua Colonia habe ich auch schon. Lemon Shower Gel von Kueshi. Kenne ich nicht. Habe ich auch nicht. Das habe ich und das habe ich. Ja, das war's. Nee, hat mich nicht umgehauen. Kein wirklicher Überraschungseffekt. Schade. Schade, schade, Glossy Box. Okay, ihr Lieben, ich sag mal, passt auf euch auf, bleibt gesund, meidet die Sonne. Bis demnächst. Tschüss.